moin Leute, heute wieder ein schöner Sonntag, schönes Video. Wir wollten ja heute wieder Ranked spielen, aber ich habe mich entschlossen, heute Ranked 2 gegen 2 zu spielen und mache das natürlich nicht alleine. Ich habe heute den Chryson dabei. Moin Chryson. Moin moin Christian, moin moin. Der Chryson ist nicht ganz in der Liga, in der ich bin. Ich bin C2, Liga 1, aber ich denke, dass ich da jetzt wahrscheinlich demnächst auch absteigen werde. Und Chryson ist... Chryson, wo bist du? Das müsste Platin 3, Liga 2 sein. Ja, genau. Und ihr wisst selber, dass Matchmaking in Rocket League ist nicht das Allergeilste. Deshalb gehe ich mal davon aus, dass wir furchtbar schwere Gegner kriegen werden und das für uns extrem schwer wird, hier irgendwas zu holen. Aber dennoch werden wir es versuchen. Wir machen 3 Spiele und ihr dürft dabei sein. Also würde ich sagen, bis gleich. Jo Leute, erste Runde, let's go. Ich fahr. Dann fahr mal an und mach mal nach links bitte. Okay, ich versuch's. Ja, wobei müssen hier ein bisschen aufpassen. In der C-Region, da sind die relativ fix am Kickoff, aber ich versuch's mal. Oh. Aber geklappt. Jo, schnappen wir. Ich hab ihn. Lock den ein. Deiner? Hab ich. Jo, jo. Ah, scheiße, aber gekriegt. Ich mach mal ein bisschen Boostarben. Deiner? Ah, ich konnte nicht dran gehen. Okay, ich habe den etwas geblockt. War sehr unruhig. Wäre vorne rechts. Wechsel. Ah, schade. Deiner. Er hat mich gesprengt. Mal eben gucken, was haben wir denn da? 1300er. Ui. Das ist recht fies. Geh du dran. 1300? Ja. Liebe Leute, wundert euch nicht. Ich habe Buckus-Mod angemacht, damit ihr sehen könnt, wie unfair dieses fucking Matchmaking ist. Boah, den hätte ich jetzt auch reinmachen können. Ich hab dran. Jo, jo. Fahr zurück, fahr zurück. Ich bin auf dem Weg. Jo, jo. Bin jetzt drauf. Noch keinen Boost mehr. Na, ist nicht so wild. Der wird den punchen. Hat wieder was? Jo, 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 ist deiner. Die müssten jetzt blank sein. Keine ja, Challenge. Ja. Bin hinten. Ja, ist auch der blockt. Ja, lustig. Scheiße, habe ich schon gesehen, als der hochging. So, nochmal, also wir gucken uns das an, ich habe 1316, das heißt, das ist meine Liga hier und das sind auch die Gegner. Obwohl du auf 869 bist, hat uns das Matchmaking so richtig ordentlich, ich sag's jetzt nicht. Ja, ich weiß, was du denkst. Das ist so unfair. Bleib dran. Ich hab ihn. Ja. Fahr mal ein Stück nach hinten, dann Mitte. Ja, kommt. Schade. Pass auf, fahr zurück, der macht einen Air-Dribble. Ich block den zu dir, ich block den zu dir. Ah, bleib dran. Jo, jo, ich bin in der Mitte, falls du kannst. Wenn ich ihn nicht gefällt hätte. Geh drauf, ja genau, pass auf, ich hab ihn. Jo. Ja. Kriegst du ihn? Ja, ich konnte ihn zumindest stoppen. Oh, da hätte ich jetzt fast einen dicken Fehler gemacht. Ich habe ihn etwas geblockt. Bleib dran. Ach, scheiße. Ah, die sind widerlich. Also auf jeden Fall was anderes. Gleiche Höhe, Mitte. Ja, hier. Schade. Beinahe. Ich fahr mal drauf. Ich habe ihn geblockt. Wenn du kannst, bring ihn aufs Tor. Kommt oben drüber. Habe ich. Geh hin. Ja, ich wäre bereit. Nee. Ja,
Oh Gerd, das war knapp. Pass auf. Ich bin hinter dir. Bleib dran. Oh oh, der wird gefährlich. Ach scheiße, ey, falsch abgesprungen. Verdammt! Ah, das ist schon mal was anderes, ohne Scheiß. Also ich finde, Matchmaking ist, naja, wirklich fies, ja, ne? Ja, das ist richtig fies, ne? Das ist richtig, richtig fies. Deswegen verstehe ich auch nicht, wie die sich vorstellen können, dass neue Leute dann mit ihren Kumpels, die bereits spielen, spielen. Weil es geht einfach gar nicht. Es geht nicht. Nö, wie denn? Es geht schon, aber man fährt halt nur hinterher, sagen wir es mal so, ne? Du bist halt direkt ausgebotet. Ja, klar. War drauf. Jo, top. Nochmal, mach nochmal. Weißt du, in der Liga, wo ich sonst spiele, wäre das Ding drin. Hab ihn. Ah, die werden gerade überheblich. Vielleicht kriegen wir es hin, beziehungsweise die gehen davon aus, dass wir nicht so viel treffen. Ja, was... ja, nicht ganz korrekt. Also ne? Ehrlich gesagt muss ich sagen, es läuft gar nicht so schlecht gerade. Also eigentlich spielen wir ganz gut, auch wenn es hier 2-0 steht. Das an sich. Na guck mal, 2-1, da haben wir jetzt noch mal ein Tor geschossen. Mega, mega. Ich versuche den mal nach rechts zu drücken, ja? Versuche den einfach dann irgendwie aufs Tor zu bringen. Also ich bin am Tor gelandet. Scheiße, pass auf, wir kriegen den vielleicht noch mal. Ja, wenn er mich nicht gesprengt hätte. Nein, ich bin zu lange. Komm schon! Ich hab nicht genug Boost. Oh, nice one, ey. Geil, geil. Nicht genug Boost, um den dann nochmal aufs Dach zu kriegen. Ja, knapp, knapp. 2-1. Bis zum nächsten. Zweite Runde. Club-Match auf meiner dreckigen Lieblingskarte. Herzlichen Glückwunsch. Oh, ihr könnt so kotzen, ne? Diese Karte ist so dick. Aber mit dem Grün ist vielleicht etwas besser. Schauen wir mal. Ich bleib mal stehen. Versucht ihn zu blocken. Oh, schlecht habe ich den geblockt. Aber jetzt Glück gehabt. Ich fahr drauf. Wäre gleiche Höhe. Ja, der kommt wieder zurück. Vorsicht. Sehr schön. Nimm du ihn mit. Ja, ich kam nicht mehr rechtzeitig runter. Für einen Pinch. Ich habe ein bisschen Boost-Problem gerade. Wäre gleich über Mitte. Na, das wird schwierig. Ja, aber ich habe noch blocken können. Nimm ihn. Ja, kriegst du ihn? Ja, ja, Mitte. Ja, ich muss warten. Ich kann leider nicht drauf gehen. Ja, mal gucken, wo der jetzt abgeht. Mitte. Oh, knapp, aber passt. Wer bereit? Nee. Fahr zurück, einfach zurückfahren, nicht nochmal drauf gehen. Nee. Ist mal wieder doof abgesprungen. Na, macht nichts. Er hat dir den eigentlich ganz gut vorgelegt. Nicht drauf gehen, warte, lass dir Zeit. Und zurück. Würde ich sprengen. Ja, dachte ich mir. Ich habe keinen Boost. Dann mal hinten. Gleiche Höhe. Let's. Ja, er könnte... Fahr zurück. Ja, ich bin umweg. Okay. Und dann kannst du nach vorne. Ah, der geht durch, der geht durch. Gleiche Höhe. Ah, ich bin nicht ganz erwischt. Mal so Millimeter, die mir da fehlen. Schade. Ja, das sieht immer so aus, als würde da so ein Müh fehlen, ne? Ja, also, dann kommt die Wiederholung und das passt überhaupt nicht. Ja.
Aber mich ärgert das gerade, dass wir schon irgendwie diese Kackkarte kriegen. Ne? Ich hasse die wirklich. Ich finde das Matchmaking viel schlimmer. Oh, das habe ich jetzt noch gar nicht geprüft. Das muss ich sofort. Oh! Das muss ich mir sofort nochmal angucken. Also wir haben jetzt, ich habe 1307 und die haben 1294 und 1251. Du bist bei 866. Ja, ja, das sag ich, das Matchmaking ist wieder sehr klasse. Auch wieder Welten zwischen, ja. Achso, sehr gut. Dann mal schauen, was er da macht. Mich sprengen auf jeden Fall. Ja, das habe ich auch gesehen. Lass dich nicht zu sehr verleiten von denen. Nö, ich hab mich nicht verleiten lassen. Ich bin einfach nur am Torpfosten hängen geblieben. Ach so. Mein Gott. Ich bin mit der Rundung weggeflogen. Ich bin immer früher am Ball, aber ich krieg ihn trotzdem nicht sauber raus. Keiner? Bleib dran und links. Zu steil, komm nicht dran. Ja, der sollte eigentlich noch weiter zu dir hin. Boah, ey. Langsam reichen mir die Lucky Shots von denen, aber. Also die kriegen den immer noch so gerade eben irgendwie und dann kommt der trotzdem noch gefährlich an, ey. Ja, das ist leider wahr. Schade, war knapp. Zu früh angegriffen, ja. Aber er ist noch nicht drin. Genau. Jetzt deiner. Bring ihn rüber. Ah, nee, schade. Nee. Ich sag, mir fehlt immer so. So ein Mühe, weißt du? Ja, das ist ein relativ schnelles Spiel halt. Da muss man tatsächlich also auch recht fix sein, aber wie gesagt, das kommt alles mit der Zeit. Versuchen wir nach rechts. Jo. Achtung, Fake! Nach rechts rüber, komm! Schade. Ach, schade. Versuch über die Bande zu gehen. So, und jetzt rüber. Andere Seite. Schade, zu tief. Ich kam nicht mal wie. Ich kam nicht unter den Ball. Ah, nicht alles halb so wild. Ach, schade, bist nicht mitgefahren. Ja, doch, ich bin mitgefahren, aber damit habe ich nicht gerechnet. Ach so. Dass ja, okay. Noch so kommt. Alles gut, okay, dann bis zum nächsten Spiel. Überleg mal, da ist eine ganze Division. Nächstes Spiel. Ja, ist auch so, ja. Ja, Leute, ihr seht gerade, es ist echt extrem schwer für uns beiden, hier tatsächlich auch was zu holen, zu reißen. Das ist, der Levelunterschied ist halt hart, Fadu. Der Levelunterschied ist hart, aber ich wollte euch auch gerne mal zeigen, dass Paradox bzw. Epic nicht gerade was dafür tut, damit Freunde zusammen zocken können, wenn sie einen unterschiedlichen Level haben. Das ist einfach, kann man knicken. So, was haben wir denn hier eigentlich? Nix da, den kriegst du nicht. Auch den kriegst du nicht. Einer? Ja, ich brech mal lieber ab. Bin mir nicht sicher, ob der. Einer? Hab ich? Ja, mach rüber. Direkt rüber. Versuch den Ball früher zu passen. Du bist, da brauchst so lange dafür. Also am besten direkt den nächsten zu passen. Pass auf. Als du angefahren hast, den da, den du angenommen hast, sofort links rüber passen. Da kann ich den verwandeln. Ich wollte den anderen, also den Airdribble, wollte ich dir dann rüberbringen. Ja, das dafür sind die zu schnell. Nach links. Hab ich. Tor, mega. Du meinst links ins Eck, oder nicht?
So, jetzt kann ich mal auf die Punkte gucken. Also wir haben hier 1304 und 1261. Und ich sag da mal wieder danke, Drex Epic, dass wir mit einem 863er so ein Matchmaking bekommen. Thank you. Fadu? Ja. Ja. Ah, schade. Das Problem ist, du musst schon fast mit dem Fastkick auch mitgehen, damit du überhaupt drankommst. Oh, du wärst aber vor gewesen. Ja, ja. Nach links. Okay, ich fahr zurück und sicher. Also geh du drauf. Oh, scheiße, ich bin auf der falschen Seite gespawnt. Mach Max AB. Jo, fahr drauf. Mach. Das war mein Fehler, sorry. Ich wollte bloß auf den Boost drauf, wollte einen Boost haben und habe dadurch hinten die Tür aufgemacht. Ja. Einmal nach links. Ja. Kriegen wir. Und weg. Komm, hast du. Schade. Oh, wieder an der Kante abgesprungen. Ja, schön. Bleib weiter drauf. Ja, den kriegen wir. No. Ja, wenn du den kannst, spiel zurück. Ich wäre bereit. Ah, den habe ich. Wäre in der Mitte. Ja. Kein Boost mehr. Beim Boost sammeln. Hey, warum ist denn der Boost schon wieder weg? Den hätte ich jetzt gern gehabt. Ich fahre lieber wieder zurück. Ja, das ist normal. Jetzt habe ich den in der Mitte. Ja, top, top. Rüber. Mega Pass. Geiler Pass. Ja, sehr schöner Schuss. Danke. So muss er. Ich fahre. Ja. Dann versuch mal nach links. Na, war das falsche links, ne? Ja. Hast du ihn? Ja, der könnte was werden. Ich bring ihn in die Mitte. Naja. Ah, ich fahr zurück. Wie du brauchst. Ich geh mal eben komplett tanken. Wärst du da gewesen, hätte ich ihn gehabt. Also wäre der drin. Ja, ich glaube auch. Sprengung. Hab ich. Jo. Mach weiter. Ja, und jetzt anfliegen und drin damit. Achtung, der kommt wieder. Ah! Oh! Ja, schön. Fuß. Geht mir genauso. Ich hab was. Machst du selber? Ja, ich versuch's. Jetzt. Schade. Ja, sehr gut. Ey, komm, da ist was drin hier in dem Spiel. Kein Boost. Nicht aufgepasst, habe ich wieder nicht aufgepasst. Ey, so eine Scheiße. Ich habe erst überlegt, was machst du? Dann wollte ich den etwas hochlupfen und dann habe ich gedodged. So ein Mist. Hab ich. Geh drauf. Holen dir. Ich hab keinen Boost mehr. Brauchst du nicht. Boah. Puh, hat gereicht. Ja, und ich hatte am Anfang keinen Boost, um hinterher zu fliegen, ne? Fahr du bitte? Aus dem Tor raus. Ah, okay.
Bleib dran. In gleicher Höhe, andere Seite komplett. Also meine Pässe sind heute nicht on point. Überhaupt nicht. Nach links. Ich gehe Risiko ein. Ach scheiße, ja, ey, das gibt's noch. Ich bin auch nicht. Schon sehr hohes Risiko eingegangen. Ach shit. Ich habe nämlich gedacht, der fällt noch vorher runter. Ja, hat ja fast geklappt. Ja, ich lasse mal laufen, also durchgehen. Ja. Weil jetzt ist es eh wurscht. Sehr schön. Ja, der Ballkamera aus. So, guck mal, dann kannst du nochmal dran gehen. Ah, schade! Ja, okay. Ja, das war es dann auch schon für heute. Ihr habt selber gesehen, das ist halt einfach sau anstrengend und auch gerade dann für Leute, die dann in anderen Ligen sind, ist das, ich glaube, nicht erstrebenswert, das auf Dauer zu spielen, weil das ist, nee. Da kannst du nur abschmieren und das dann für die andere Seite, gebe ich auch ganz ehrlich zu, ist das natürlich auch ein bisschen schwierig, weil man möchte ja natürlich auch gerne weiterkommen und wenn man Ranked spielt, dann spielt man ja auch, um sich hochzuleveln. Ja, und wenn man dann so unterschiedliche Ligen hat, ja, was passiert dann? Man sucht sich andere Spiele. Ja, genau, man sucht sich andere Spiele, weil man einfach diesen Anschluss nicht hinkriegt zwischen den Ranks, sagen wir es mal so. Ja, ist so, definitiv. Das ist ja, keine gut. Chance. In dem Sinne würde ich sagen, bis nächste Woche, Leute. Ciao, ciao. Ciao, ciao.